Gottes Namen fangen wir an. Uns helfe Gott, der helfen kann. In Jesu Namen feiern wir diesen Gottesdienst nun hier, verbunden durch Gottes Geist und Kraft, die zwischen uns Gemeinschaft schafft. Amen. Liebe Gemeinde und ganz besonders liebe Familien und liebe Kinder, schön, dass ihr heute hier seid, alle zum Abschluss unserer Kids Week, zum Familiengottesdienst. Liebe Kinder, kommt doch mal nach vorne, alle, die bei der Kids Week waren, damit wir euch einmal sehen können. Die Kinder haben eine Woche lang das Geheimnis der Salzmenschen entdeckt, haben viele, viele Spiele gespielt und von den Salzmenschen gehört. Und es gibt einen besonderen Ehrengast, den wir noch begrüßen müssen, der uns diese Woche begleitet hat. Und jetzt dürfen alle Kinder mal etwas machen, was man sonst in der Kirche nicht machen darf. Ihr dürft ganz laut rufen, so wie ihr das jeden Morgen gemacht habt, damit Agent Cleverus aufwacht. Guten Morgen. Ich bin Agent Cleverus und ich habe mit den Kindern das Geheimnis der Salzmenschen entdeckt. Immer ein bisschen Salz an der Hand, das gibt dem Leben Würze. Und immer eine Kerze dabei, ja, das bringt Licht ins Dunkel. Vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ja, Herr Agent Cleverus, der wird uns heute im Gottesdienst noch ein paar Mal begegnen. Er hat die ganze Woche uns begleitet. Und nicht die ganze? Wir haben uns verschiedene Geschichten aus der Bibel angeguckt und auch ihr und sie werden heute das Geheimnis der Salzmenschen ein bisschen genauer kennenlernen. Lasst uns gemeinsam beten. Danke Gott, dass wir uns wieder an diesem Sonntag versammeln dürfen. Danke, dass du uns Kraft gibst, das Böse mit Gutem zu überwinden. Guter Gott, wir bitten dich, dass du uns beschützt, dass du uns auf unserem Weg begleitest und dieser Gottesdienst ein schöner wird. Sei auch bei den Menschen, die heute nicht bei uns in der Kirche sind, und lass sie deine Liebe spüren. Amen. Und gemeinsam singen wir das erste Lied, Nummer 334. Danke für diesen guten Morgen.
Wir sprechen gemeinsam den Psalm 73 in einer Variation. Und ich bitte alle, die auf der linken Seite stehen, auf, wie bei den Kindern, alle, die zu dieser Seite stehen hier, die dicken, fetten Verse zu lesen und die, die auf dieser Seite hier stehen, die eingerückten Verse bitte zu lesen. Und wir fangen mit mir an. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber werde fast gestorben in meinen Füßen, um mein Haar hätte ich über deine Verlobung. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es mit den Vergebern ging. Trotzdem bleibe ich von meiner Leiden, du kannst mich in deine Hand einnehmen. Man sieht, Kommunikation ist alles. Da habe ich offensichtlich nicht gut genug kommuniziert. Wir sprechen jetzt gemeinsam das Kyrie-Gebet. Guter Gott, du bist Gemeinschaft. Du lädst uns immer wieder ein zur Gemeinschaft mit dir. Aber wir suchen nicht immer deine Gemeinschaft. Herr, erbarme dich. Wir leben nicht immer nach deinem Beispiel in Liebe miteinander. Christus, erbarme dich. Wir vergessen oft die Freude in unserem Alltag
und tragen wenig dazu bei, dass die Welt heller und fröhlicher wird. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du führst uns hier zusammen und schenkst uns Gemeinschaft mit dir und untereinander, mit den Schwestern und Brüdern im Glauben. Das ist das Fundament unseres Christinnenseins. Du sendest uns als deine Zeugen in diese Welt, um von deiner Liebe zu erzählen. Jesus gibt hier den Menschen einen Einblick in seine Kraft und beruft seine ersten Jünger. Die Evangeliumslesung steht bei Lukas im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ehre sei dir, Herr. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihnen nach.
Hier endet die Evangeliumslesung. Lob sei dir, o Christe. Menschenfischer, Salzmenschen, Lichtmenschen, Jesus-Freundinnen. So haben wir sie genannt und so werden sie vielleicht auch genannt. Die Kinder, die haben von den aufregenden Abenteuern und Geschichten der ersten Christinnen gehört in der Kids Week. Und dabei vier Prinzipien der Salzmenschen kennengelernt. Na Kinder, wisst ihr noch, was die Geheimnisse sind? Ja. Sagt mal. Dass sie teilen, sie verdienen Geld und tragen sie alles, was sie kaufen. Genau. Nummer eins. Die Salzmenschen teilen und ermutigen. Nummer zwei. Die Salzmenschen, die schützen und helfen anderen. Nummer drei. Die Salzmenschen kennen Gottes Geisteskraft. Und Nummer vier. Die Salzmenschen, so wie ich, lieben das Licht. Aber
warum werden sie eigentlich Salzmenschen genannt? Das hat mit Jesus zu tun, der seine JüngerInnen, aber indirekt dann auch die Menschen wie Matthias und Barnabas und Philippus, also die ersten ChristInnen, und auch dich und mich, dazu ermutigt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit sollen wir salzen? Es ist völlig unbrauchbar geworden, wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr, auch ihr, seid das Licht der Welt. Die Stadt hoch auf dem Berg kann sich nicht verstecken. Niemand zündet ein Licht an und stellt es dann unter einen Krug. Es wird vielmehr auf den Leuchter gesetzt. Dann leuchtet es für alle, die im Haus sind. So soll auch euer Licht den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Gott im Himmel loben. Also, fades Salz ist mir persönlich noch nicht über den Weg gelaufen, aber fades Essen schon. Salz, das kann helfen und bringt Würze ins Essen. Sogar Süßes, wie der Grießbrei, den wir diese Woche hatten, schmeckt mit ein bisschen Salz noch intensiver. Was will uns Jesus eigentlich also sagen? Wenn wir uns als Salz der Erde verstehen, dann können wir der Geschmacksverstärker im Leben anderer sein. Manchmal kann es einem aber auch die Suppe versalzen, weil man beispielsweise merkt, dass ein anderer Weg vielleicht doch besser wäre, aber nicht ganz so bequem. Oder weil man Menschen sieht, die ein gutes Vorbild sind und sich selbst und das eigene Verhalten beginnt zu hinterfragen. Ein gutes Vorbild zu sein, gute Taten zu vollbringen, anderen Menschen zu leuchten, das ist eine ganz schön große Aufgabe. Glücklicherweise ist Jesus Wort aber auch eine Zusage. Wir sind schon das Licht der Welt, alle gemeinsam. Und wir verteilen das Licht in der ganzen Welt, weil wir ChristInnen Menschen von Gottes Liebe und Gnade erzählen und gemeinsam Gutes in der Welt bewirken. Die Salzmenschen, die sind die Würze in ihren Familien, Dörfern und Städten. Ohne sie wäre das Leben fade und langweilig. Und sie teilen alles, was sie haben. Sie sind mutig und bekennen sich zu Gott. Sie helfen vielen Menschen. Sie stehen zusammen, sind gute Freundinnen. Sie sind voller Liebe und Kraft. Sie stehen ein für Gerechtigkeit und Frieden. Aber wie ist das denn heute bei euch? Teilt ihr auch noch alles? Verkauft ihr euren Acker und nehmt das Geld, um es der Gemeinde zu schenken? Naja, natürlich lässt sich heute nicht mehr alles eins zu eins so umsetzen wie damals, als die ersten ChristInnen gelebt haben und in ihrer Euphorie alles geteilt haben. Aber es könnte ein Anreiz sein, ein bisschen mehr miteinander zu teilen. Und dabei geht es und ging es auch damals schon nicht nur um Geld. Es geht darum, auch füreinander da zu sein, wenn Menschen in Not sind, zuzuhören und meine Zeit und meine Aufmerksamkeit mit anderen zu teilen. Und wenn ich in der Lage dazu bin, auch finanziell andere zu unterstützen. Auch bei den Salzmenschen, da lief nicht immer alles reibungslos und es kam zu Streit. Ja, wisst ihr noch, warum haben die sich gestritten? So viele Menschen hatten Probleme und die
ersten Christinnen haben versucht, für alle da zu sein, und Menschen sind untergegangen. Ihre Not wurde nicht immer gesehen, aber sie haben es lösen können. Ihnen hat es geholfen, zuzuhören und eine gemeinsame Lösung für ihr Problem zu finden. Es ist nicht immer so leicht, Streit zu schlichten. Auch das haben wir diese Woche genauso erlebt mit den Kindern, wie wir Erwachsenen es auch aus unserem Leben kennen. Die Salzmenschen, die haben zugehört, was die Bedürfnisse der Menschen sind, und dann gehandelt. Und auch wir können uns die Salzmenschen zum Vorbild nehmen und erst einmal zuhören, was die Bedürfnisse der anderen sind, und sie liebevoll anerkennen, bevor wir uns gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung unseres Streits machen. Und dann gibt es da noch die Heilige Geisteskraft. Der Heilige Geist ist die große Kraft Gottes. Oh, jetzt verliere ich hier gerade, Verzeihung. Der Heilige Geist ist die große Kraft Gottes, die man nicht sieht und hört. Sie ist aber immer da, so wie die Luft, die uns umgibt. Gottes Geist zeigt uns, dass Gott uns Menschen liebt. Und das ist damals wie heute wichtig für uns Menschen. Bringt uns auf neue Gedanken und überträgt uns manchmal auch besondere Kräfte. Wo Gottes Geisteskraft zu finden ist, da werden Menschen bewegt und verändert, belebt und geborgen in Gottes Liebe. Gottes Licht ist stärker als die Dunkelheit. Wie meine Kerze. Gottes Licht ist stärker als der Tod. Und auch das Wort Gottes, die frohe Botschaft von Gottes Liebe und der Gnade, die wir erfahren können, ist wie Licht. Christinnen sind wie Licht. Deswegen sagen wir auch Lichtmenschen. Wir sind auch Lichtmenschen. Und das Licht, das wir verbreiten können, das breitet sich aus, und immer mehr Menschen hören davon. Es breitet sich aus bis zu dir und dir und zu mir. Und noch darüber hinaus, zu vielen anderen Menschen. Wir hören davon und erkennen es in den Geschichten von Jesus und von den Salzmenschen, den Menschenfischern, den Lichtmenschen. Das Wort Gottes, das strahlt wie ein Licht, vertreibt die Dunkelheit und macht uns mutig. Und auch heute noch können wir Salz- und Lichtmenschen sein und uns an diese vier Prinzipien halten. Und abschließend geht das auch ein bisschen leichter zusammengefasst. Vertraue fest auf Gott und tu den Menschen Gutes. Dann bist du Salz der Erde und Licht für die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Thank you.
Gott, du hast die Welt geschaffen. Dein ist alles, was wir sind und haben. Nimm diese Zeichen dir zur Ehre an und segne sie zum Dienst der Liebe, sodass unsere Kirche viele weitere Menschen zu dir bringen kann. Gott, wir haben in unserem Leben Salz und Pfeffer. In unserer Welt gibt es Schönes, Positives, Helles wie das Salz. Und es gibt Dunkles und Schweres wie dem Pfeffer. Wir bitten für die einzelnen Pfefferkörner in der Welt, die uns begegnen. Du hörst und du kennst jedes einzelne Pfefferkorn. Wir bitten dich auch für das Salz, das uns begegnet, dass es immer mehr ist als der Pfeffer, dass das Helle das Dunkle verdrängt. Du schenkst uns Salz und wir sind das Salz für andere. Danke dafür. Gemeinsam sprechen wir das Gebet, das du uns selbst beigebracht hast. Vater unser, und jetzt singen wir ein Lied, was die Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen, schon kennen. Es ist das Lied, das ihr immer zum Abschluss gemeinsam singt. Also, es sieht so aus, als funktioniert es gerade. Könnt ihr den Text?
holen schnell die einfach spitze Bücher und derweil hören wir uns schon mal die Abkündigungen für diese Woche an. Oh, vielleicht klappt es auch. Vielen Dank, liebe Julia, dass du uns den heutigen Gottesdienst gestaltet hast und auch, dass du mit so viel Einsatz und Begeisterung die Kids Week in der vergangenen Woche angeboten hast. Es gibt noch ein paar Mitteilungen für die kommende Woche. Am kommenden Freitag, den 14. Juli, feiern wir Seniorenabendmahl hier in der Kirche um 10 Uhr. Das Team schätzt eure Anmeldung zur besseren Planung der Treffen. Am Samstag findet von 9 bis 15 Uhr ein Technik- und Band-Workshop mit Wolfgang Meyer hier bei der Kirche statt. Bitte bis zum Donnerstag bei Angelika Lilie anmelden. Am kommenden Sonntag lädt der Kirchenvorstand zu einer kurzen, außerordentlichen Gemeindeversammlung ein. Die Einladung und Tagesordnung liegt im Infotisch aus und die Versammlung findet anschließend an den Gottesdienst statt. Wir erinnern an das Vatertagsessen auch am kommenden Sonntag im Anschluss an die außerordentliche Gemeindeversammlung. Wenn ihr dabei sein möchtet, tragt euch bitte heute in die Anmeldeliste draußen am Infotisch ein. Heute ist Anmeldeschluss. Dann wird jetzt schon herzlich eingeladen zur Kirche mit Kindern am Samstag, den 22. Juli, nachmittags um 15.30 Uhr. Am kommenden Sonntag feiern wir nicht Abendmahl, wie im Johannesboten angegeben, sondern am 30. Juli. Voraussichtlich wird auch am 30. Juli der nächste Punkt 11 Gottesdienst stattfinden. Wer bei der Vorbereitung helfen möchte, melde sich bitte bei Julia. Die heutige Kollekte am Ausgang ist für den Solidaritätsfonds bestimmt. Dieser Solidaritätsfonds ist inzwischen von der Synode umbenannt worden und wird jetzt bekannt als selbstbewertete Beiträge an Nelxa. Herzlichen Dank für eure Gaben. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht in Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Und so kommt und empfangt den Segen Gottes. Und die Kinder dürfen alle Kinder dürfen mal nach vorne kommen. Heute gibt es einen Salzsegen. Und dann dürft ihr mal die Hand aufmachen. Wir kriegen das machen wir gleich. Geht in die neue Woche als die Licht- und Salzmenschen, die ihr seid. Gott, der Vater, der dich wunderbar und einzigartig wie jedes Salzkorn geschaffen hat, segne dich. Jetzt dürft ihr den Finger in Salz probieren. Jesus, der Sohn, der in dir ist und bei dir ist, gebe dir die Kraft, Salz zu sein in deinem Alltag. Gott, die heilige Geisteskraft schenke, dass dein Leben Bedeutung bekommt und dein Salz seine Wirkung entfaltet. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und die heilige Geisteskraft.